Hallo zusammen, heute gibt es dieses Augen-Make-up von mir. Ich finde es so schön, oh mein Gott. Ich habe es vor ein paar Wochen getragen, ihr habt es auf Instagram auch gesehen und so viele von euch meinten, dass euch das so gut gefällt. Falls euch das jetzt gerade zu viel Make-up ist, schaltet bitte ab, weil es ist echt viel. Aber mir gefällt es und es ist mal was komplett anderes. Ja, angefangen habe ich mit dem Concealer unter meinen Augenbrauen, um meine Augenbrauen noch etwas definierter zu machen. Da benutze ich immer diesen, ich glaube das ist Age irgendwie sowas, ich bin nicht ganz sicher, von L'Oreal. Der ist ganz gut, aber den benutze ich wie gesagt nur unter meinen Augenbrauen, nicht unter meinen Augen für meine Augenringe, sondern wie gesagt nur unter meinen Augenbrauen. Falls ihr euch wundert, was das für ein Puder in meinem Gesicht ist, das ist Baking, was ich da betreibe. Ja, jetzt habe ich von NYX die Eyeshadow Base aufgetragen. Das mache ich immer mit einem Real Techniques Pinsel. Und die Palette, die ich heute benutze, ist die My Favorites Palette von Douglas. Ich benutze die Töne, die ich euch gerade eben gezeigt habe. Das sind alles so sehr bärige, peachige Töne. Und die trage ich nur in meine Crease auf. Jetzt benutze ich noch den dunkleren Ton. Und das Ganze trage ich so lange auf, bis mir die Intensivität der Farben gefällt. Und ja, das Ganze blende ich jetzt gleich noch gut aus. Das seht ihr jetzt. Dafür benutze ich so einen angeschrägten Pinsel und damit fange ich jetzt an, das Ganze auszublenden. Gleich trage ich auch nochmal einen etwas helleren Ton unter meine Augenbrauen von der Kali Bible Palette. Diesen Ton hier. Den trage ich immer unter meine Augenbrauen auf. Ich finde, der Ton ist einfach perfekt dafür. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal etwas dunkler. Ich habe euch meistens immer nur von euch aus gesehen jetzt mein linkes Auge gefilmt, wie ich das schminke, weil ich fand, das war etwas zu lang sonst. Ja, was ich dann mache ist, ich nehme die Eyeshadow Base von NYX und trage das nur auf meine Crease auf, genauso wie die von W7. Ich habe die jetzt in weiß genommen, weil ich das Ganze etwas intensiver haben wollte. Und trage das einfach als ein Cut Crease auf. Da müsst ihr ein bisschen sauberer arbeiten, versucht die Linie wirklich perfekt zu machen. Und das seht ihr auch hier, dass ich das Ganze die ganze Zeit ausbessere und immer mal nachziehe, noch ein bisschen mehr Produkt nehme, als auch, dass ich das Ganze halt gut ausarbeite und ausblende. Hier seht ihr, dass ich da zufrieden war und dann habe ich den hellen Ton aus der Kali Bible Palette genommen, um das Ganze zu setten. Dann nehme ich den dunklen Ton aus der Kali Bible Palette, trage den mit einem dünnen bzw. kleinen Pinsel auf. Und zwar genau da, wo die Cut Crease entstehen soll, damit das Ganze noch etwas intensiver ist und dunkler rauskommt und man wirklich die Cut Crease auch sieht. Ja, dann fangt ihr an, das Ganze nochmal auszubessern, dass euch das Ganze besser gefällt. Ja, blenden ist wirklich das A und O bei diesem Look, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst halt so lange verblenden, bis euch das Ganze gefällt und so lange den Lidstrich und alles ziehen, bis es perfekt ist. Jetzt benutze ich meinen Wimpernkleber von Duo und trage den in der Cut Crease auf und darüber nehme ich jetzt ganz normales Glitzer, könnt ihr auf eBay und überall bestellen, trage das auf den Pinsel auf und tupfe das auf den Kleber. Ihr werdet jetzt gleich auch noch sehen, wie ich das Ganze sauber mache, damit nicht überall Glitzer hängt, sondern wirklich nur in der Linie. So, hier seht ihr, wie ich das Ganze ausbessere und nochmal sauber mache. Ich gehe wirklich oft über die Stellen drüber, damit mir das Ergebnis wirklich sehr gut gefällt. Das Ganze habe ich jetzt rechts auch schon aufgetragen. Dann gehe ich nochmal in die dunklere Farbe rein und trage das ein bisschen auf, verblende das Ganze und mache den Wing noch etwas weiter. Falls ihr denkt, mit wem ich da die ganze Zeit rede, das ist eine Freundin von mir, deswegen bin ich auch öfters zwischendurch in dem Video am Lachen und am Singen. Also nicht wundern. Wenn ihr das gemacht habt, nehme ich erstmal das Baking Puder von meinem Gesicht runter, damit ich jetzt unter meinem Auge arbeiten kann, beziehungsweise erstmal noch meinen Eyeliner ziehe. Eine Foundation-Routine bekommt ihr noch, es hat sich einiges geändert. So, ich benutze den Essence Eyeliner, Liquid Ink Eyeliner in Waterproof. Der ist echt sehr, sehr gut. Ich benutze den schon Ewigkeiten und mag den wirklich sehr gerne. Den Wing, den ich hier mache, der ist wirklich, beziehungsweise den Eyeliner, den ich ziehe, der ist wirklich sehr dezent für meine Verhältnisse. Ich wollte halt, dass er nicht so groß ist, ziehe mir aber vorne noch dieses Cat Eye mäßig. Ich mag das ja sehr gerne. Achtet darauf, dass der Eyeliner nicht zu dick wird, weil das Problem ist, wenn er zu dick wird, fällt euer Augen-Make-up nicht mehr so auf.
Wenn ich das gemacht habe, nehme ich noch meine Eyeshadow Base, trage das Ganze unter mein Auge auf. Und ich finde, das ist jetzt ein bisschen schwer zu verstehen. Ich spare unter meinem Auge so 1 bis 2 mm aus, nehme einen kleinen Pinsel, die dunkle Farbe von der Kali Bible Palette, und mixe das Ganze etwas und trage das unter meinem Auge, wie gesagt, 1 bis 2 mm von meinem Auge aus auf. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr seht, was ich meine, aber ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Das ist sehr, sehr schwer aufzunehmen, weil ich habe halt so einen Winkel, wie ich in den Spiegel gucke, damit ich das einigermaßen hinbekomme, ohne dass es aussieht, dass ich müde aussehe mit den Farben unter meinem Auge. Und das ist halt das, was ich hier in dem Moment mache. Ich trage die Farbe wirklich relativ oft auf und ihr müsst bedenken, verblendet das gut. Weil wenn ihr nur so einen Strich da unten drunter habt, sieht das ein bisschen komisch aus. Ich weiß, vielleicht für manche sieht das jetzt auch komisch aus, aber mir gefällt es echt gut. Und ich verblende das Ganze, gehe öfter nochmal in die Farben rein und gucke, dass das Ganze halt gut aussieht. Wenn ich das gemacht habe, nehme ich mir nochmal einen hellen Ton aus der Kali Bible Palette und trage den als Highlighter zwischen Eyeliner und diesem unteren Wing an meinem Auge auf. Jetzt seht ihr, was ich meine. So, dann benutze ich von Douglas einen Bronzer, ist das meine ich. Der ist sehr, sehr schön. Der gibt euch so einen schönen Glow mit und das sieht echt gut aus. Dann benutze ich den Soft & Gentle und den Global Glow als Nasenhighlighter bzw. auch Wangenknochenhighlighter, aber das habe ich jetzt nicht mitgefilmt, als ich das aufgetragen habe. Wie gesagt, Foundation-Routine folgt, genauso wie Contour-Routine. Dann biege ich meine Wimper nach oben. Ich habe, glaube ich, vergessen zu filmen, dass ich schwarzen Eyeliner auf meine obere Wasserlinie auftrage. Ganz normal Mascara auftragen und die Wimpern, die ich gleich benutze, sind von Hanadi Beauty. Das sind, die meine ich, in Ferrous. Ich bin nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche. Ja, da sind sie. Ich finde, die sehen echt sehr, sehr schön aus. Schneidet die vorher gut, weil sonst waren sie mir zu lang. Und den Kleber von Duo benutze ich auch natürlich für meine Wimpern. Ein Wimpernkleber-Tutorial kommt immer noch. Ja, ich weiß, ich hing in letzter Zeit ein bisschen zurück mit Videowünschen und allem drum und dran. Aber das folgt auf jeden Fall. So, wenn ich das gemacht habe, benutze ich die NYX. Ich bin gar nicht sicher, wie sie heißen. Ich meine, das war irgendwas mit Nude. Bin aber nicht sicher, das ist auf jeden Fall der Satin Ribbon davon. Ich werde die euch unten in die Infobox verlinken, weil mir fallen gerade echt nicht die Namen ein. Und das war auch schon mein Make-up. Danach habe ich noch meine Haare geglättet, ein bisschen Volumenspray reingemacht und das ist der fertige Look. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Ich werde in nächster Zeit mehrere Make-up-Tutorials drehen. Ich habe auch noch eins vorgedreht, wo mich auch einige gefragt hatten, ob ich das drehen kann. Das war auch schon abgedreht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann. Ciao!